So, meine Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich. Hoffe, es geht euch gut. Was gibt es Neues? Ein Bruder von Arafat Abu Chaka ist abgeschoben worden. Und das in einer Nacht- und Nebel-Aktion. Wie es aber auch üblich ist bei solchen Leuten. Er gilt ja als gefährlich und möglicherweise auch bewaffnet. Vielleicht sind ja auch andere gefährliche Kriminelle in seiner Nähe. Da geht die deutsche Polizei kein Risiko ein. Wenn man von der Ausländerbehörde ein Dokument hat und die Abschiebung vollziehen kann, dann macht man das auch richtig. Ja, wie sieht das aus? Da ist ein schwer bewaffneter Einsatztrupp der Polizei zu Abdullah heißt er, glaube ich, Abu Chaka, hingefahren. Meistens wird das ganz in der Frühe gemacht. Der Überraschungseffekt wird genutzt. Man gibt demjenigen die Möglichkeit, noch ein paar Sachen zusammenzupacken. Ich glaube, maximal eine halbe Stunde, so ist das üblich. Und dann geht es los. Flughafen Berlin. Und ich meine auch, im Flieger sitzen auch Beamte und liefern ihn dort in Libanon, das ist ja seine Heimat, bei den Beamten ab, die ihn da schon erwarten. Angeblich wurde er dort nicht verhaftet, weil da liegt ja auch nichts gegen ihn vor. Er wird wohl mit Papieren ausgestattet worden sein, die man für ihn beantragt hat, weil man kann jemanden nicht einfach in irgendein Land abschieben, man kann jemanden nur in seine Heimat abschieben, wo er auch einen Pass hat, also auch Rechte dieses Landes besitzt. Und anscheinend hat es geklappt. Lange, lange Jahre war das ein großes Problem gewesen mit dieser Abschiebung. Aber in den letzten Jahren ging das alles relativ einfach. Ich erinnere an die Abschiebung des Paten Mahmoud Al-Zayn oder Al-Zayn. Er wurde auch auf diese Art und Weise aus Deutschland entfernt, wobei er noch die Möglichkeit hatte, freiwillig auszureisen. Man hatte sich mit ihm verständigt. Und er war ja auch krank. Er ist natürlich auch in einem Alter, wo man nicht unbedingt gern auf Flucht gehen möchte. Geld ist ja da. Und ob er seinen Lebensabend in Libanon verbringt oder sonst irgendwo, ist ihm auch jetzt mittlerweile egal. Stress mit den deutschen Behörden hatte er doch sehr viele Jahrzehnte lang. Ja, jetzt ist die Frage, der Abdullah Abu Chaka, was wird mit ihm passieren? Also er ist, glaube ich, um die 40, saß aber schon um die 10 Jahre in deutschen Gefängnissen wegen Rauschgift, Raubüberfällen. Dann fahren ohne Fahrerlaubnis. Das war bei ihm sehr, sehr häufig. Er hatte sich auf YouTube immer präsentiert, wie er irgendwelche Lamborghinis und schnelle Autos halt fährt, obwohl er da keinen Führerschein hatte. Wurde auch sehr, sehr häufig von der Polizei kontrolliert. Ihr könnt ja mal auf YouTube schauen, gibt es einige Videos. Ja, der ist jetzt weg und zwei weiteren Brüdern von Arafat Abu Chaka droht ebenfalls die Abschiebung, weil das sind jüngere Brüder, die waren beteiligt an einer größeren Betrügerei, wenn ich mich recht erinnere. Da geht es um eine Immobilie. Ich meine, in Millionenhöhe, Millionenwert, 3 oder 4 Millionen, die man da mit einem anderen Angeklagten oder Verurteilten in dem Fall, einem älteren Paar einfach so wegnehmen wollte. Also das war ein wirklich ausgereifter Coup.
Ich weiß es leider nicht genau, wie da die Tatbeteiligung von den beiden Abu-Takas war. Ich weiß nur, beide waren in Untersuchungshaft, sind aber rausgekommen, haben meiner Erinnerung nach auch Geständnisse abgelegt. Wie dem auch sei, es gab mehrjährige Haftstrafen, Teil wurde durch die Untersuchungshaft verbüßt. Und jetzt kommt der ausländerrechtliche Teil der ganzen Sache. Der strafrechtliche Teil ist ja erledigt. Man kann ja immer seine zwei Drittel bekommen. U-Haft wurde angerechnet. Die haben einen Teil wahrscheinlich schon abgesessen. Und jetzt ist die Frage, wie es aussieht. Also da droht auf jeden Fall auch die Abschiebung. Ja. Davon ist wohl auszugehen. Das wird dem Arafat natürlich überhaupt nicht schmecken, dass gerade er sich als der Bravste erweist. Sein Bruder Nasser ist ja ziemlich bekannt. Ist auch der Nasser, ist glaube ich der Älteste, der ist schon über 50. Der war lange, lange Jahre am Berliner Straßenstrich ein Einflussfaktor. Und hat aber auch da sich entfernt. Es gab ja nur noch Ärger, es kamen irgendwelche rumänischen Banden. Das Ganze war nicht mehr zu kontrollieren. Da wollten zu viele Leute mitmischen. Man kann nicht mit jedem Krieg führen. Aber irgendwann mal war das ja auch für den Nasser nicht notwendig, weil durch Bushidos Einnahmen, die durch Arafat ja generiert wurden, kam er auch zu Möglichkeiten, irgendwie daran zu partizipieren, als Sicherheitsmann eine Firma zu gründen, Geld zu waschen, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, die Jüngeren haben immer wieder Stress gehabt mit den deutschen Behörden und leider in Arafats Augen auch sein eigener Sohn, der in NRW lebt. Da gab es ja auch eine Anklage wegen räuberischer Erpressung oder Raub und da wurden Prostituierte auch irgendwie angegangen. Ich weiß nicht genau, wie das Urteil gelautet hat, aber er ist nicht ganz freigesprochen worden. Ich glaube vom Vorwurf der Vergewaltigung schon, aber irgendwas ist da immer hängen geblieben an Urteil. Auf jeden Fall wird dem Arafat Abu-Taka nicht schmecken, kann man verstehen. Er scheint der Bravste zu sein, spielt sogar teilweise den Moralapostel auf TikTok und schlichtet irgendwelche Streitigkeiten zwischen einem arroganten Paten und irgendwelchen Deppen. Oh, ja, da passt es gar nicht so, dass seine jüngeren Brüder kriminell sind und jetzt einer nach dem anderen wahrscheinlich abgeschoben werden. Ja, so viel dazu. Kommen wir zum aktuellen Geschehnis. Boxkampf Sinan G gegen Mo Abdallah. Ich habe es nicht live gesehen, aber mir natürlich im Nachhinein angeschaut. Ja, es passierte das, was eigentlich alle erwartet haben. Mo Abdallah ist zwar kein erfahrener Boxer, aber eben ein Kickboxer. Und man hat genau gesehen, dass auch seine Technik wirklich eher ja, unterdurchschnittlich ist, sagen wir es mal so, unterdurchschnittlich. Ja. Und wenn man sich mal die anderen verfügbaren Kämpfe von Mo Abdallah anschaut, gegen wen hat er denn gekämpft? Das waren alles keine hochklassigen Gegner, 3 Weltmeistertitel bei irgendwelchen Verbänden, die kein Mensch kennt, also irrelevante Verbände. Kicks sieht man bei ihm so gut wie keiner und er beherrscht auch nicht unbedingt die Kicks. Also ein Low-Kick, klar, das kriegt er noch hin, aber schöne High-Kicks, so wie Badahari, sowas für eine Art, das sieht man bei ihm nicht unbedingt. Also er ist eher der Striker, zwar auch nur mit relativ schlechter Technik, aber was ihm zugutekommt, ist sein hohes Gewicht. Angegeben zwar 125, aber wie auch schon der Moderator Edmond von Ringlife so gesagt hat, das scheint einige Kilo mehr zu sein. Mit 1,96 Meter.
Das ist, es schaut nach 130 oder nach mehr aus, 135 vielleicht sogar. Also er war schon sehr, sehr schwer. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ein Simantiler überhaupt eine Chance haben? Erst einmal Reichweite. Simanti ist, glaube ich, knapp unter 1,80 groß, 1,79. Mobdala 17 cm größer. Circa 30 Kilo schwerer. Reichweite. In jeder Hinsicht hatte er Vorteile. Und natürlich dann die Erfahrung, die Mobdala dem Simanti voraus hat. Man hat auch gleich gesehen, dass er hat sein ganzes Gewicht voll gegen den Sinanji zum Einsatz gebracht, ist auf den zugestürmt wie ein Panzer. Was willst du da machen? Der überrollt dich einfach. Allein wenn er auf dich schon zugeht mit seiner Körpermasse, ne, drängt er dich einfach weg und da muss nur irgendein Schlag irgendwo hintreffen und da liegst du schon am Boden. Also man hat genau gesehen, dass Sinanji da keine Chance hat. Er wurde jedes Mal gegen die Ringe und dann lag er auf dem Boden. Ne. Tja, und das hat seine Ringecke schon gesehen. Er hat da gar keine Chance gehabt. Das ist wie, wenn jetzt ein Panzer gegen ein Jeep sozusagen sich bettelt, aufeinander zurollt. Der Panzer überrollt das einfach. Und das war auch genau das Bild, was sich geliefert hat. Und seine Ringecke, also die Ringecke vom Sinanji, hat dann das Ganze schon erkannt und das abgebrochen. Das wäre nicht gut gegangen. Er hätte ihn mit einem Treffer wirklich sehr, sehr schwer verletzen können. Und das war ein ungleicher Kampf. So habe ich das auch ungefähr kommen sehen. Das war schon eine hohe Überlegenheit. Aber Sinanji hat gezeigt, dass er in den Ring ging. Er schien auch ziemlich gut vorbereitet. Die Beinarbeit war sehr gut. Das wurde auch festgestellt von den Kommentatoren. Und insgesamt, ja, machte er keine schlechte Figur, aber im Endeffekt nutzt das alles nichts. Ne? Und am Ende haben sie sich dann umarmt und gegenseitig gelobt und du bist ja ein richtiger Mann und was nicht alles. Ja, okay. Im Endeffekt geht es ja um die Unterhaltung. Das war ja kein richtiger Kampf in dem Sinne, ne? Und jetzt werden beide natürlich versuchen, das Ganze auszuschlachten. Und es wird auf jeden Fall einen Rückkampf geben, der meines Erachtens genauso ablaufen wird. Was soll sich dann in einem halben Jahr groß ändern, meiner Meinung nach? Ja, es geht um die Publicity, weil ihr dürft nicht vergessen, ein Mo Abdallah hat seine Karriere quasi in den Sand gesetzt. Naja, hatte mal ein paar gute Momente, dann dieser denkwürdige Kampf gegen Smolik, wo er die ganze Zeit auch nur geklammert hat. Also das war wirklich kein vorzeigbarer Kampf. Wurde bekannt durch diese Bieferei, durch dieses Drohen, hat den Smolik immer wieder irgendwo abgepasst, ihm Ansagen gemacht. Im Prinzip peinlich. Danach ging es wirklich bergab. Er verwickelte sich in irgendwelche kriminellen Machenschaften, Geschäfte, kam auch in Untersuchungshaft, ich meine fast ein halbes Jahr, und wurde zwar von den hauptsächlichen Vorwürfen freigesprochen, aber es gab eben doch noch eine Sache und dafür wurde er verurteilt. Das kam dem Staat ganz recht, weil sonst hätte man ihm für das halbe Jahr Entschädigung zahlen müssen und diese Kompensation wäre hoch ausgefallen, weil er hatte seine Karriere quasi dadurch mehr oder weniger beendet. Gut, der Staat weiß, was er macht. Der Richter hat entschieden und dagegen gibt es auch Rechtsmittel, aber meines Wissens ist das Urteil so geblieben. Und für mich ist Mo absolut kein Verlierer. Wenn man jetzt sagt, okay, was für eine Peinlichkeit gegen einen Rapper zu kämpfen. Nein, aus Karrieregründen, also abgesehen von der sportlichen, ist es das Einzige, was er machen kann. Er kann nur noch in diesem Mainstream, in diese YouTube, TikTok, er ist ja jetzt die letzten
drei, vier, fünf Wochen fast täglich mit irgendwelchen TikTokern live gegangen. Also es ist klar, in welche Richtung seine Karriere geht. Seine sportliche Karriere ist sozusagen irrelevant. Er will ein bisschen in diesen Gossip rein, mit Engels Gesicht und mit solchen Leuten geht er auf die Kirmes. Ja, das wird sich zeigen, ob er da bestehen kann, weil ich finde ihn jetzt nicht besonders lustig. Klar, der große liebenswürdige Riese, ne, der auch mal böse sein kann. Na gut, okay, vielleicht wird sich irgendein Film für ihn finden, irgendeine Comedy-Netflix-Sache. Aber um ehrlich zu sein, er kann nur noch den Kasper machen. Eine richtige sportliche Karriere hat er allein schon mit dem Kampf gegen Sinan beerdigt. Das ist meine Meinung. Und ich denke mal, für ihn ist es erstmal wichtig, finanziell hier weiterzukommen. Er hat natürlich durch seinen Bekanntheitsgrad, jetzt durch diese ganze Sinan-Sache, auch einige Werbepartner bekommen. Also ich habe einige Filme auf YouTube gesehen, wo er wirbt für irgendwelche Produkte. Es werden natürlich keine Premium-Brands sein, die mit ihm zusammenarbeiten wollen. Dafür ist seine Reputation einfach zu scheiße. Ist halt so. Aber bei Sinan G sieht es ja auch nicht viel besser aus. Mit Rappen konnte er nichts reißen. Und er ist jetzt hier in diesen Zirkus gegangen. Na, wieso nicht? Wieso nicht? Hauptsache, es bringt Geld und Geld stinkt eben nicht. Ne? Also ich denke, dass beide da ordentlich abkassiert haben. Dann wird es jetzt wahrscheinlich ein paar YouTube-Videos geben. Der Mo wird beim Sinan mal auf Besuch kommen und umgekehrt. Da wird man vielleicht zu dritt bei Bösemann auch was machen. Und irgendwelche anderen PR-Gags, die sich da eben ergeben. Bei Mo Abdallah sind ja noch die Hells Angels da mit dabei. Man hat ja ein paar Fotos gesehen mit Cello Abi, mit Martin Trompeter und anderen Leuten aus diesem Dunstkreis. Ja, die Leute wollen auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Das gefällt denen. Und was soll man dazu sagen? Es ist halt einfach nur seichte Unterhaltung. Ich sag euch ganz ehrlich, für mich war das nicht relevant genug, dass ich mir das live anschaue. Ich habe jetzt gesehen, das kam ja erst irgendwann mal so um 1:30 oder so. Ja, das ist das Übliche. Die Leute werden halt hingehalten mit irgendwelchen anderen Kämpfen, wo kein Mensch interessiert, weil die deutsche Boxszene hat eben keine richtig guten Talente. Die gibt es nicht, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Im MMA gibt es ein paar gute, aber im Boxen ist Deutschland jetzt nicht relevant. Leider, schade. Und was willst du machen? Dann verkauft man den Leuten eben so einen Affenzirkus als Event. Die zahlen auch ihr Geld. Jeder verdient. Durch den Stream wurden auch zigtausend Euros verdient. Also, da hat jeder seinen Schnitt gemacht. Ja, das waren die zwei wichtigen Ereignisse. Vielleicht noch eine Sache. Aaron Carter, der jüngere Bruder vom ich glaube Nick Carter heißt er, oder? Dem ehemaligen Backstreet Boy, ist leider verstorben. Er war mal mit Hilary Duff, glaube ich, liiert. Na, auch traurig, ne? Ist ein junger Kerl, der mit 14, 15 schon selber gesungen hat, Hits gehabt hat und mit Medikamenten, Drogen und psychischen Krankheiten dann nicht mehr in der Lage war, den rechten Weg zu gehen. Ja, es gab nur Skandale, Schlägereien, Domestic Violence, Gewalt gegenüber seiner Frau. Ja, die feigen Frauenschläger. Tja, was will man da sagen? Der Typ war auf Droge, er war auf Medikamenten und hat dann seine Alte halt verdroschen. Es gab sogar Restraining Orders, das sind einstweilige Verfügungen. Er musste sich sogar von seinem Bruder entfernen, durfte ihm nicht näher als eine bestimmte Distanz kommen. Ja, also das traurig eigentlich. Ne? Also rest in peace, Aaron Carter. Und was soll man noch sagen? Das war's im Prinzip. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Sonntag. Bleibt gesund, genießt die Sonne.
Ich bin noch ein paar Tage in Deutschland und nächste Woche geht es dann wieder in den Süden, weil das ist mir einfach zu kalt. Kaum ein Tag hier, gleich Erkältung nah. Das taugt mir nicht. Also macht es gut. Adios.